Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. Erstmal wieder um die Nachrichten im Ding kümmern, im Büro. Geänderte Spieltermine, ja schön, um einen Tag. Geänderte Spieltermin, jo. Turnierpreisgeld 470.000, weil wir das Viertelfinale schon erreicht haben. In der Euroleague, ja, ja, so kann's laufen, das ist super. So, wir können uns erholen. Ha, Erholung. So, Nering. So, gescoutete Spieler, ja, schön für euch. Nering, danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss jetzt nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, denn sonst muss ich den Verein wechseln. Ist mir klar, Nering. So, Jugendspieler will weg, dann soll er weg. Entschuldigung. So, gescoutete Spieler mal wieder, eine 81. Den Spieler verpflichte ich mal. Okay. So, da ist noch einer mit einem Monat. Der ist nicht so prall. Naja. Okay. Passt soweit. Und Pressekonferenz. Da nehmen wir natürlich nochmal teil und motivieren unsere Leute mal wieder so richtig. So, danach. In letzter Zeit bin ich sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich mich im nächsten Spiel auch nicht auf der Bank sitzen werde. Ja, mal gucken. Rojas, hallo Trainer. Ich möchte Ihnen dafür danken, mich wieder mehr einzusetzen. Spiele können... Spielen zu können bedeutet mir alles. Okay, Brusciuk, hallo Trainer, die bevorstehende Partie. Ich weiß, ich habe noch nicht die Mannschaft aufgestellt, Jungs. Alter, wie könnt ihr denn meckern? So, sind alle fit? Das finde ich super. So, Heller muss erstmal wieder auf die Bank oder auf die Tribüne da eher hin. So, Brusciuk, 78 ist wohl besser. So, heute können wir in Top-Besetzung hier im Sturm auftreten. So, Ratzkowski bleibt drin. Schindler darf mal wieder mit Rojas den Platz tauschen. So, dann gucken wir weiter. Dann haben wir Baumjohann, hat immer noch eine Aufwärtstendenz. So, Rankovic. Rankovic darf wieder mit Nering den Platz tauschen. So, passt es soweit dann? Ostzalek, ach, da tauschen wir auch nochmal aus. Kommt Kolosanik. So, wir haben wirklich einen 70er-Kader, außer Baumjohann, aber der holt es auch noch auf. So, passt soweit. Okay, würde ich schon mal behaupten, dass das eine gute Truppe ist, international. So, Kräfte sind wieder voll vorhanden und wir dürfen gegen Paris Saint-Germain. Ah, Paris Saint-Germain dürfen wir spielen. So, habe ich kurz überlegen müssen. Ja, gut, und wir dürfen uns wieder mal warm schießen mit Grinchek. Huch, warm schießen habe ich gesagt, nicht in die Mauer rein. Junge, hör doch zu. Oh, und dann nochmal. Will ich schon nicht mehr. Wir wollen hier heimisch siegen gegen Paris. Wir wollen ins Halbfinale. Und ich, oh, scheiße, ich habe die Trikots voll beschissen eingestellt. Habe ich mal wieder voll nicht aufgepasst. Es wird eine lustige Partie. Oh, oh, oh. Es werden viele Fehlpässe. Viele, viele Fehlpässe. Scheiße. Hätte ich besser drauf achten sollen. Einwurf für uns. So, hier gleich mal zu Nering. So, immer gut aufpassen. Wer da zu mir gehört und wer nicht. So, das wird Fehlpässe hageln, das wird ja abartig. So, schön. Huch, was machst du hier für einen Trick, Grinchek? Kolosanik ist dabei, Einwurf für uns. So. Hier rüber, sauber, Meier. Bringt den Ball leider nicht schön rein. Der Pariser Torwart haltet ihn fest. 6 Minuten erst gespielt. So, bin ich gespannt auf diese packende Partie. International wollen wir natürlich gewinnen und es muss so sein. So, kommt schon, Jungs. Ah, Hammer. Wir haben schon gut Gas gegeben. So, Foulspiel vom Gegner. So, hier in der Mitte, Meier. Weihrauch ist dabei. So, hoher Ball. Ah, Grinchek kommt da nicht ran. Komm schon, lauf. Nee, da kommt er nicht mehr hin. Schade. Hat ihn das Gas verlassen. So, und wir hauen uns gleich wieder den Ball ins Aus. Können wir gleich wieder probieren. So, Einwurf. Grinchek nimmt den entgegen. So, Meier.
Wer läuft denn da? Nähring läuft in die Mitte. Schade. Ah, Abseitsposition. Ah, das ist nicht so toll. Ah, ganz knappe Kiste. Ganz knappe Kiste. So, was macht Paris? Machen sie weit, machen sie kurz. Was machen sie? Machen den Ball weit, sehr weit. Wollen natürlich unsere Verteidigung unser Mittelfeld schon mal ausheben. Die haben unser Spiel studiert, die wissen, dass wir hier einfach Druck machen. Alter, Kopfball, den hat Baumjorn. So, hier nach vorn, schön. Kopfballduell haben wir leider nicht für uns entscheiden können. So, ich tue mich hier gerade echt hart. So, vor allem mit den ganzen ähnlichen Trikots. Mann, da muss ich echt aufpassen. Richtig mies. So, schön aufbauen hier. So, Brusciuk hilft damit. Ah, schade. Schön, dass er mithilft, aber leider wird es so nichts. So, kommt schon. Geht wieder ran an Paris. So, weg damit. Ah, schade. Das zweite Kopfballduell können wir nicht entscheiden. Paris kommt hier über den Flügel. Können wir hier handeln? Die spielen sich den Ball dazu. Aber vorbei am Tor. Keine Gefahr für Baumjohann. Paris hat hier sehr offensiv aufgestellt. Will hier natürlich gewinnen. Genauso wie wir. Scheiße. Fehlpass. So, Rojas. Darf hier Gas geben. So, durch die Mitte. Weihrauch ist da. Ah, oh, schade. Kommt da nicht klar mit. So, Paris. Kommt hier schon wieder mit großen Schritten auf unser Tor zu. Hier können wir aber erstmal ein bisschen einbremsen. Nähring hilft damit. So, Kopfballduell. Weg damit. War nochmal ein Schuss. Baumjohr macht sich lang. War da noch jemand dran von uns? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber schöne Aktion. Ja, Baumjohann hat, glaube ich, mit dem Fingerspitzen war er da noch dran. So. Ball kommt. Weg damit. Sauber. So, Grinczek. Lauf um dein Leben. Ja, das wird so nix. Schade. Kommt schon. Ah. Paris hier mit einer schönen Aktion nach der anderen. Wir müssen da echt aufpassen. So, Baumjohann macht hier kurz. So, jetzt will ich hier nach vorn kommen. Es ist echt schwierig mit den ähnlichen Trikots. Da hätte ich echt aufpassen müssen. Da habe ich mir selber ins Knie geschossen. Aber, naja, hilft ja nicht. So, Schiri lässt Vorteil laufen. Ah, schon vorbei. So, Brusciuk holt den Ball. Oh. Mies reingegangen. So, Grinczek. So, sieht nochmal Raczkowski. So, Raczkowski bringt hier den Ball rein. Schuss. Oh, schöner Schuss. Abstauber. Meier ist da. 35. Minute. 8. Saisontor. Sauber. 1:0 für uns. Ja, aus dem Nichts heraus. Erste gute Aktion vor das Tor und dann ist er drin. So schnell kann es gehen. Ja, ja. Schöner Abpraller und Meier steht da genau richtig, da wo er hingehört. So, 35. Minute, wir sind 1:0 vorn. Ja, so müssen wir eine Grundlage schaffen. So, gut. Ja, so nicht, so nicht. So, komm, trennt ihn vom Ball. So, nicht hier das Gegentor kassieren. So, weg damit. Gut so. So, oh, schade. Wäre ein schönes Zuspiel gewesen. So, Paris versucht es hier nochmal. Paris Saint-Germain. Gegen St. Pauli will man sich gar nicht hier vorstellen. Ach, komm. So, den hat Baumjohann. So, weg damit. Schöner Ball nach vorn. Ah, aber leider kriegen wir den nicht richtig geköpft. So, keine Abseitsposition, auch wenn hier unsere Spieler reklamieren. So, und nach vorn. So, Meier. Meier ist mit von der Partie. Ah, schade, kommt hier nicht durch.
Sehr intensive Partie, 43 Minuten durch. Wir sind 1-0 vorn. So muss es sein, so muss es sein. So, kommt schon. Bis 2-0 vielleicht noch. Das können wir schon gebrauchen. Es wäre ein guter Stand fürs zweite Spiel. So, ich krieg nur 68% der Pässe durch, aber das war mir von vornherein klar. Mit den ähnlichen Trikots. So, natürlich stört das den Computer nicht, wenn ich hier ähnliche Trikots habe. Wenn ich haargenau die gleichen hätte, schön in Schuss geworfen. So, schön weggeköpft. Der war wichtig, der war wichtig. So, Brüschuk ist dabei. So. Sieht Weihrauch, der kommt aber nicht durch. So, Rojas. Ah, steht im Abseits. Das Laufduell hätte er gewonnen. Aber wieder so eine knappe Kiste. Mit knappen Kisten haben wir es. So, 45 Minuten. Ja, jetzt ist Halbzeit. Kurze Verschnaufpause und dann geht es in der zweiten Hälfte genauso gut weiter. Oder vielleicht besser, vielleicht, dass Paris nicht mal ganz so oft hier vors Tor kommt. Das wäre mir persönlich gesagt ein bisschen lieber. Ein bisschen aber nur. So, Nering ist dabei. So, Grinczek. So, erstmal zurückgeben. Wenn ich hier keine Anspielstation sehe, dann lasse ich das lieber mal. So, schön auf Radzkowski. Der bringt den Ball hier rein, aber nicht wuchtvoll genug. So, Paris. Im Ballbesitz. Aber wir dürfen uns nicht verstecken hier. Wir müssen Gas geben. Schon mal ein bisschen Kontra geben fürs Rückspiel. Weil wenn wir umso besser wie wir im Hinspiel sind, desto besser ist es natürlich im Rückspiel. Wenn wir natürlich besser agieren können. Oh, Paris holt sich den Ball da nochmal. So, Kopfballduell. Baumjohann macht sich lang, kriegt den Ball aber nicht. Oh, aber vorbei am, am Tor. So, den Ball mache ich weit, weil mir zu viele Pariser hier nach vorne stehen. So. Immer diese Pariser. Und jetzt werden sie nass auch noch. Feuchte Pariser. Ja, blöder Witz, ich weiß. So, gut, Baumjohann wäre auch rausgekommen, dass er den holt. Muss aber nicht sein. So, oh, komm, kämpft. So, ich würde Foulspiel sagen, aber naja. Das sieht der Schiri mal wieder anders. Ja, kommt schon. Das gibt's ja nicht. Paris kommt hier durch. So, den hat Baumjohann. Schönes Ding. So, Kopfballduell gewinnen wir mal wieder nicht. So, kommt schon. Abgeklärt. Ja, hier nach vorn, aber so nicht. So, ich mit meinen Fehlpässen. Und vor allem, wenn ich eh eigentlich immer Probleme habe mit Fehlpässen, dann auch noch dieselben Trikots. Das geht ja mal voll nicht. So, Spielaufbau. Wer geht da? Wer läuft da? Weihrauch. Hoffentlich geht ihm die Puste da nicht aus. Ah, schade. Kann sich da nicht durchsetzen. Kopfballduell, gewinn mal. Ah, da ist keiner. Da ist keiner. Total verguckt schon wieder. So, gut so. Ah, komm. Erst loben und dann sowas. So, schön reingegrätscht. Oh, aber der Schiri sieht's anders. War zwar Ball gespielt, aber naja. Die lassen sich Zeit. Wollen natürlich so viel Mann wie möglich vorne haben. So. Weiter Ball wird sicher in unser 16er hinein. Aber kein Problem, haben wir schön rausgeköpft. So, Abseitsposition und ich guck mal in den Kader. Wer hier raus muss, wer hier ausgewechselt werden muss. So, Radzkowski ist ein bisschen platt. Mohamed. So, natürlich darf ich die Verteidigung auch nicht vergessen. Rankovic darf. So, Kolosanik sieht noch gut aus. Golobad passt. Weihrauch ist schon wieder fertig. Dafür Kulikas für. So, dann haben wir drei Einwechslungen, so wie es sich gehört. Dann können wir die gleich mal bringen. Und auf natürlich Verbesserung hoffen.
So, sauber. Gut gewechselt. Ja. Und dann verkorkst ich den Pasch hier schon wieder. So, Baumjohann wirft sich da auf den Ball. Kriegt hier heute sehr viel zu tun, macht aber einen guten Job. Kann man nicht meckern. Mohamed am Ball. So, Siedmeier. So, schön in die Mitte rein. Schöner Schuss. 2-0, Kolikas. Kaum eingewechselt. Dann haut er das Ding da rein. 70. Minute. Wunderschön. Fordert da den Ball. Kriegt auch den Pass. Den schönen, langen Pass in die Mitte rein. Torwart reagiert zu spät. Dann ist er einfach drin. 2-0. Für das, dass Paris eigentlich die stärkere Mannschaft heute ist, machen wir es echt gut. Kolikas will heute. Das ist ja übel. Wenn der ein Tor schießt, dann rennt der wie die Flak. Das ist übel. So, Kolikas schon wieder am Ball. So, verlieren aber. So, 72 Minuten sind durch. 2-0. Sicherheitstörchen haben wir auch schon wieder. So, gut, Rankovic. So, Durchsetzungsvermögen bitte. Dann wird es auch. So, Mohamed am Ball. So, boah, wäre ein schöner Pass davor gewesen, aber den haben sie verhindern können, die Pariser. So, wir sind natürlich gut auf dem Draht nach vorn. Momentan. Nicht so wie gewohnt momentan, dass Paris eigentlich nach vorn geht. So, die Fans, die hier im Stadion sind, freuen sich natürlich ohne Ende, dass wir hier so gut spielen gegen Paris. Und das im Viertelfinale. Mensch, ist das geil. So. Okay, den nimmt sich Baumjohann. So, und nach vorne damit. Grinczek steht da schon bereit. Kopfballduell gewonnen. Aber mehr schon wieder nicht. So, Mohamed. Zu Grinczek. Sieht in der Mitte Meier. Ah, schade, der läuft sich ein bisschen fest. So, weiter Ball. Hier von Paris. Aufpassen. Aber direkt auf Baumjohann. Keine Gefahr. Aber gar keine. So, Kopfballduell. Ah, leider verloren. So, kommen wir hier hin. Ne. Ne, sieht nicht so aus. So, kommt. Geht auf den Pariser los. So, Kopfballduell. Ne, doch nicht. Baumjohann. Echt geiles Spiel, was er heute macht. Der hält hier alles. Boah, schöner Pass. Hat mir persönlich gut gefallen. Hatte ein bisschen Trickflair. So, in die Mitte rein. So, Kolikas kriegt Platz und da ist er wieder drin. 87. Minute, 9. Saisontor für Kolikas. 3-0. Dreht sich da einfach nochmal. Wieder aus heiterem Himmel heraus. Das ist so übel. Paris ein bisschen offensiv zu offensiv eingestellt. Wenn man dann einfach mal durchkommt, dann zappelt das Ding fast zu 90% im Tor. Wir haben eine tolle Torschussquote. Also wenn wir aufs Tor schießen, ist der fast drin. Das ist super. So muss das sein. Paris kriegt es einfach nicht gebacken. Hat viele Möglichkeiten. So, Paris darf hier nochmal. Ah, wieder vorbei am Tor. Die trifft das Tor einfach nicht. Gut für uns. So, den führe ich kurz aus. Lass mal den Ball hier auch behalten. So, die Schlussphase. So, nochmal alle Kräfte mobilisieren. So, Rankovic. Auf Rojas. Der sieht Kolikas. So, schön ausgeschaltet im Pariser Kopfball. Ah, komm da nicht anständig hin. Ah, das gibt's ja nicht. Mohamed war, ist schneller gestanden. Wir gewinnen hier 3-0 in der Euroleague gegen Paris Saint-Germain. Eine wunderschöne Partie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet morgen auch wieder ein. Und bis dahin, ciao, ciao.